Hallihallo, heute ein abschließender kleiner Beitrag zu Arch. Wieso abschließend? Eigentlich hatten wir Arch nur im Terminal. Installiert hier der PC, auf den ich Arch installiert habe. Wenn ihr sagt, das sieht aber arch merkwürdig aus, was du da gerade machst. Nun, ich bin hier auf meinem Ubuntu-Laptop, den ich die ganze Zeit benutzt habe, um das Arch-Wiki zu lesen, um dann hierauf Arch zu installieren. Gut. Man könnte sich entscheiden, einen grafischen Desktop auch unter Arch zu installieren. Will man aber manchmal auch gar nicht. Ich zum Beispiel brauche keinen. Wer also nur einen Server installieren will, aber von einem grafischen Desktop, zum Beispiel von meinem Ubuntu-System aus Arch fernsteuern will, dem fehlt noch eines. Dir fehlt so einiges. Da denkt ihr euch jetzt auch, ja gut. Schauen wir mal. Wir brauchen nämlich SSH. Gut, ich bin hier also, damit ich mein Video überhaupt aufzeichnen kann, auf meinem Ubuntu-PC und will jetzt auf den laufenden Arch-PC zugreifen mit SSH. Nun, damit mir das gelingt, so wie ich das jetzt hier zeige, müssen wir auf dem Arch-PC noch so einiges tun. 192, 168, boah, ist das eine andere IP, 31. Ich logge mich per SSH ein, ich sage yes, jawohl. Ich logge mich das erste Mal mit dieser IP-Adresse drauf ein, übernehme den SCDSA-Key-Fingerprint, yes. So, und das richtige Passwort eingeben, das ich bei der Arch-Installation festgelegt habe. Und jetzt kann ich, obwohl ich hier auf meinem Ubuntu-PC bin, den Arch-PC sehen. Ne? Ich bin hier im ganz normalen Terminal, obwohl das nicht mehr so ganz normal aussieht. Glaubt mir, es ist eins. Ich habe den nur spaßeshalber im Commodore 64 Style gemacht, bin also in der Lage, hier jetzt Arch-Befehle einzugeben, wie zum Beispiel cut, etc. und dann OS Release, damit ihr auch seht, tatsächlich, das ist ein Arch-Linux, das er gerade benutzt, aber von einer grafischen Oberfläche eines anderen PCs aus, von dem ich zum Beispiel auch das Arch-Wiki gelesen habe. Wie ist mir das gelungen? Nun, beim ersten Neustart haben wir gesehen, da kam einfach root at mein PC. Ihr loggt euch ein und seid root. Jetzt könnt ihr damit schon glücklich sein. Ne? Wenn ihr zum Beispiel einen Server installieren wollt, installiert euch die Apache und was da noch so kommt. Falls ihr keine Internetverbindung habt, IP-Link, IP nicht Ö, ne? Aber hier, ihr seht, mein deutscher Tastaturtreiber, Link, IP-Link, wie ihr es schon mal benutzt habt und damit DHCP CD und dann der Name der Netzwerkadresse, die euch angezeigt wird durch IP-Link. Bei mir ist es NP7S0 und dann bekommt ihr eine IP-Adresse zugewiesen von eurem Router und könnt dann wieder was aus dem Internet installieren. Ja, was denn? Ihr wolltet SSH oder ich wollte einen Pac-Man, damit ich zum Beispiel den PC so wie hier von einem anderen Terminal aus bedienen kann. Pacman-S, ne, immer die Leerzeichen OpenSSH. Gut. Ubuntu-User würden sagen, da fehlt noch was, ne? Der OpenSSH-Server. Nein, braucht man hier nicht. Pacman-S OpenSSH installieren. Habe ich schon installiert, deshalb drücke ich jetzt nicht Enter, damit mir die SSH-Verbindung nicht flöten gibt. Und dann müssen wir diesen Dienst noch starten auf unserem Arch-System CTL. Achtung, da ist kein R drin, ne? Auch wenn es aussieht wie Control und auch so gesprochen wird, das heißt System CTL und dann Enable, also einschalten und dann den SSHD, den SSH-Dämon, der Hintergrund-Dämon, der normalerweise automatisch läuft, im Moment dann noch nicht bei euch. So, habt ihr das gedrückt, dann solltet ihr gegebenenfalls nochmal rebooten oder den Service starten. Reboot dürfte einfacher sein. Nach einem Neustart loggt ihr euch wieder ein. Wenn ihr wieder keine Internetverbindung habt, dann halt nochmal IP-Link und das Gedöns mit den DHCP-CD noch einmal ENP7S0 bei mir. So, dann hat der Arch-PC eine Internetverbindung und SSH läuft und ihr könnt euch so wie hier zu sehen einloggen, ne, in das Arch und die weitere Installation
fortsetzen. Zum Beispiel habe ich mir mit Pac-Man minus großes S Python installiert. Python. Wollen wir proceeden? Kann ich jetzt schön hier im Video zeigen? Jawohl. Ich könnte zum Beispiel zeigen, dass hier unter Arch Rolling Release im Moment Python in der Version Python minus minus Version in der Version 3.4.2 installiert ist und in Python programmieren. Das war eigentlich mein Ziel mit Arch, ne? Python. Dass ich in Python was programmieren kann und euch was zeigen kann unter Python Exit. Gut. Wer also gar keinen grafischen Desktop braucht, weil er schon einen hat, kann an der Stelle bereits stoppen. Wer dann, ne, ihr seid ja auf einem grafischen System, steuert den Rechner per SSH fern und geht dann auf das entsprechende Wiki. Ne, könnt ihr dann das Wiki nochmal eingeben und könnt euch dann die Wiki-Befehle ins Terminal einfügen. Ne, einfügen, wenn ich denn jetzt was kopiert hätte oder hier was rauskopieren. Kopieren für eure eigenen Anleitungen. Dann braucht ihr nicht mehr alles abzutippen. Könnte also pfiffig sein, SSH zu installieren, wenn es denn wollt. Exit. Und jetzt bin ich wieder clear hier auf meinem Ubuntu-System. Oname minus A. LSB Release minus A. Wer es denn will, ne? Wer es denn will. Also wie gesagt, Arch gibt euch die Option, solche Spielereien zu machen. Wer es denn will, wer zum Beispiel gar keinen Druckertreiber braucht, braucht den nicht zu installieren. Andere Betriebssysteme wie zum Beispiel Ubuntu installieren alle möglichen Services, die ihr vielleicht gar nicht braucht. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Weiter geht's mit Python. Und tschüss.